Heather. That's what you're called now, isn't it? And who are you? The name's Vincent. Don't forget it, okay? I'm on your side. So you say. But how do I know you're not with her? Her? You mean Claudia? Please don't lump me together with her. She was totally brainwashed by that crazy old hag. Well, I guess crazy old hag is a bit harsh. She is your mother, after all. Vincent Smith, der wohl mysteriöseste Hauptcharakter von Silent Hill 3, ist ähnlich wie Claudia Wolf ein Mitglied des Ordens von Silent Hill, sowie ein Priester eben dieses Ordens. Trotz seiner Mitgliedschaft im Orden hat er eine eher untypische Haltung gegenüber der Gottheit, welche der Orden verehrt, und befindet sich stetig in einer Diskussion mit der hohen Priesterin Claudia. Im Laufe von Silent Hill 3 gibt er zwar der Protagonistin Heather Mason zu erkennen, dass er gegen Claudia und ihre Verwirklichung des Paradieses ist, jedoch wird immer wieder die Frage aufgeworfen, ob er wirklich Heathers Verbündeter im Kampf gegen Claudia ist oder insgeheim ihr Feind. Heute schauen wir uns Vincent genauer an und versuchen in seine Vergangenheit zu blicken, was für eine Rolle er in Silent Hill 3 spielt und was er möglicherweise am Ende vorhatte. Zusätzlich schauen wir in seine Persönlichkeit, besondere Merkmale und lernen ihn ein wenig näher kennen. Über Vincents Vergangenheit ist nur sehr wenig bekannt. Er ist ein junger Priester des Ordens von Silent Hill, welcher die Finanzen des Ordens übernimmt, und wenn man seinen Worten traut, war er auch für den Wiederaufbau der Kapelle des Ordens verantwortlich. Allerdings nutzt er die Ressourcen des Ordens auch für seine persönlichen Zwecke aus, und laut einer Notiz wird nahegelegt, dass Vincent Spenden an die Kapelle für sich selbst ausgibt. Bei seinem ersten Aufeinandertreffen mit Heather sagt er ihr, dass er alles weiß. Das beinhaltet unter anderem Heathers Vergangenheit, die Ereignisse von Silent Hill vor 17 Jahren, die aktuelle Situation sowie Dahlia Gillespie und Heathers Adoptivvater Harry Mason. Es wird darauf angespielt, dass Vincent möglicherweise zusammen mit Claudia Wolf aufgewachsen ist, als Vincent sagt, dass sich die Grausamkeiten, die Leonard Wolf, Claudias Vater, ihr angetan hat, für immer in sein Gedächtnis eingebrannt haben, womit er Claudias Misshandlung, vermutlich als er selbst ein Kind war, mit angesehen haben muss. Ansonsten ist nichts über ihn bekannt, außer dass er laut Silent Hill Book of Memories das Book of Memories vor seinem Tod studiert hat. Heather begegnet Vincent zum ersten Mal, als sie im Hilltop Center in die Otherworld gezogen wird. In der Green Ridge Mental Health Clinic erklärt er ihr, dass er auf ihrer Seite ist und gegen Claudia. Er ist der Meinung, dass Dahlia Gillespie sie einer Gehirnwäsche unterzogen hat, und es wird klar, dass er auch Heathers Adoptivvater Harry Mason kennt. Heather vertraut Vincent jedoch nicht, da er eine sehr seltsame Meinung zu der aktuell herrschenden Otherworld hat, welche er als faszinierend bezeichnet, was Heather aufgrund der herrschenden Gefahr nicht verstehen kann. Mit den Worten, dass mit ihm, genau wie mit Claudia, auch etwas nicht stimmen muss, verlässt sie ihn wieder. Nach dem Tod von Harry durch den Missionar auf Claudias Befehl trifft Douglas auf Vincent, kurz bevor er und Heather nach Silent Hill aufbrechen wollen. Laut Douglas sagte Vincent, dass sie in Silent Hill nach Leonard Wolf suchen müssen, und gab den beiden eine Karte der Stadt. Er glaubt, dass Leonard das Siegel von Metatron besitzt, bei welchem er fälschlicherweise glaubt, es könne Gottes Geburt stoppen. Nachdem Heather Leonard getötet und das Siegel von Metatron an sich genommen hat, sieht der Spieler Vincent und Claudia im Jack's Inn diskutieren. Sie ist wütend, dass er Heather zu Leonard geschickt hat, und er wirft ihr vor, dass ihre Vision von Gott und dem Paradies nur ein Ergebnis ihrer traumatischen und brutalen Kindheit war, für welche Leonard verantwortlich war. Später, als Heather zum Jack's Inn zurückkehrt, findet sie Vincent alleine vor,
welcher ihr eine Nachricht von Douglas übergibt. Heather muss zur Kapelle auf der anderen Seite des Toluca Lakes, und er empfiehlt ihr, über den Lakeside Amusement Park zu gehen, denn in der Kapelle befindet sich Claudia. Gegen Ende von Silent Hill 3 findet Heather Vincent in der Bücherei der Kapelle vor, und dort wird klar, dass Vincent zwar auf Heathers Seite ist und Gottes Geburt stoppen möchte, sie allerdings die ganze Arbeit machen ließ und es ihm egal ist, wenn ihr dabei was passiert. Sie war also die ganze Zeit sein Werkzeug. Seiner Meinung nach wäre die Geburt Gottes ungünstig und zu unberechenbar. Als Heather wütend sagt, er soll seine Drecksarbeit selbst machen, macht er einen grausamen Scherz, welcher sie glauben lässt, sie hätte statt Monstern lebendige Menschen getötet. Am Ende gibt er ihr das Buch der Otherworld-Gesetze, welcher eine Erklärung zum Siegel von Metatron gibt, und verlässt sie wieder. Bei seinem letzten Auftritt ist er erneut in einer hitzigen Diskussion mit Claudia bezüglich der Gottheit und dem Paradies. Sie droht ihm, dass er sich ihr nicht in den Weg stellen soll. Und als Heather dazu stößt, befiehlt Vincent, mit dem Rücken zu Claudia, letztere zu töten, woraufhin sie ihn mit einem Dolch in den Rücken sticht. Einige Momente später in einem Gespräch zwischen Heather und Claudia sagt Vincent, dass Heather das Siegel von Metatron benutzen soll. Jedoch werden seine ganzen Hoffnungen zerstört, als sich herausstellt, dass das Siegel nicht funktioniert. Claudia verspottet Vincent dafür, dass er an dasselbe wie ihr Vater Leonard geglaubt hat, und gibt ihm mit einem Stich in die Brust den Todesstoß. Obwohl Heather Vincent laut eigener Aussage hasste, empfand sie seinen Tod als unfair und wünschte sich, sie hätte Claudia vorher aufhalten können. Vincent wird von Shingo Yuri, dem Charakterdesigner, als ein Heuchler hinter schöner Kleidung und gepflegtem Aussehen bezeichnet. Er ist eine manipulative, selbstgefällige Persönlichkeit, welche andere Personen zu seinem Vorteil ausnutzt. Er liebt es, Heather im Dunkeln zu lassen und ihr nur einige Informationen zu geben, sowie ihren Fragen auszuweichen. In seinen Gesprächen mit Claudia und Heather nimmt er eine manipulative und beinahe schon kokette Haltung ein, gibt persönliche Kommentare von sich und scherzt über seine eigene Religion und die Otherworld, obwohl er beides ernst nimmt. Nichtsdestotrotz scheint er geistlich gesund zu sein, zumindest im Gegensatz zu Claudia, und will Heather wirklich dabei helfen, Gottes Geburt zu stoppen. Dass Heather denkt, er wäre auf Claudias Seite und seine Rolle im Schatten liegt, spielt ihm direkt in die Hände, denn insgeheim will er vermutlich, wenn man einigen seiner Kommentare Vertrauen schenkt, sowohl Claudia als auch Heather aus dem Weg haben. Das wird durch ein Foto bestärkt, welches Heather kurz vor ihrem ersten Aufeinandertreffen mit ihm findet, welches besagt, man solle die Heilige finden und sie töten, sowie seinem Kommentar am Ende, wo er gefragt wird, was er möchte. What do I want? Well, for the two of you to die, that would be nice. Eine Möglichkeit, die ich am wahrscheinlichsten finde, ist, dass Vincent, nachdem Heather sich um Claudia und die Gottheit gekümmert hat, Heather getötet hätte, damit er zum Hohenpriester des Ordens wird und weiter seine Mitglieder manipulieren und die Ressourcen der Organisation für sich selbst nutzen kann. Allerdings starb er, bevor er diesen möglichen Plan ausführen konnte. Somit ist es nicht zu 100% klar, was er genau geplant hat. Er ist zudem auch noch ein Lügner, was man unter anderem merkt, als er auf Heather im Jack's Inn trifft und ihr sagt, dass sonst niemand außer ihm hier war, obwohl er einige Momente vorher mit Claudia sprach. Zudem ist Vincent ein Feigling, da er Heather die ganze gefährliche Arbeit machen lässt und hat eine Neigung zum Sadismus, Narzissmus und Materialismus. Die ersten beiden Merkmale werden vor allem bei seinem Witz in der Bücherei der Kapelle klar, wo er Heather absichtlich psychischen Schaden zufügen will, indem er sie für einen Moment glauben lässt, sie hätte Menschen getötet. Wahrscheinlich, weil er sich gerade selbst in die Ecke gedrängt gefühlt hat. Sein Vokabular und Wissen kommen wahrscheinlich davon, dass er viel liest, da man ihn sowohl im Hilltop Center als auch in der Bücherei lesen sieht. Sowohl religiöses als auch wahrscheinlich psychologisches. Für Claudia scheint Vincent einerseits Hass und Unverständnis für ihre Vision zu haben, allerdings auch Empathie aufgrund ihrer brutalen Kindheit. Möglicherweise waren beide einmal gute Freunde gewesen, was sich allerdings änderte, da beide zwar an Gott glauben, allerdings jedoch verschiedene Ansichten haben. Vincent sorgt sich mehr um das Finanzielle
und hat keinerlei Interesse an der Erschaffung eines Paradieses. An einem Punkt sagt er zudem, dass er an Gott glaubt, aber auf seine Weise, was ihn allerdings in ständigen Konflikt mit Claudia bringt. Am Ende ein kleiner Funfact. Vincents Klamotten können in Silent Hill Origins nach erstmaligem Durchspielen freigeschaltet werden, indem der Konami-Code im Inventar eingegeben wird. Wie fandet ihr Vincent in Silent Hill 3? Was glaubt ihr waren seine Absichten mit Heather und Claudia? Was hatte er genau vor? Schreibt es mir wie immer gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass ihr alle einen tollen Tag habt und dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch was, liebe Silent Hiller. Auf Wiedersehen.